Wir sind angekommen, Leute, bei einem coolen Video. Und zwar das erste Mal auf meinem Kanal. Neues Format von den guten alten Stiffen. Und das heißt Domination Discard. Und da wird's reinscheppern. Freunde, freut euch auf das Format. Es ist ein sehr, sehr geiles Ding. Und mit dabei, wie gesagt, der Erfinder Stephanos. Was geht ab, der Erfinder? So hat mich noch nie jemand genannt. Bro, du bist Albert One Stone, weißt du? Ja, gutes Format, bester Mann, ey. Wie bist du eigentlich drauf gekommen? Sagst du in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion am Tisch und dachtest dir, was mache ich jetzt? Nee, ich lag original im Bett, konnte nicht schlafen und dann habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, ein bisschen neue Sachen. Nein, Spaß, ich war im Labor und habe mein Reagenzglas rausgeholt und dann... Ach so. Ja. Ganz kurz vorab schon mal. Wir haben einen Capitano, gleich wird Stefan kurz und knackig alles erklären. Wir haben einen Starspieler sozusagen, den suchen wir auf dem Transfermarkt. Mindestpreis 500.000 Coins und Basis-Icon. Können die aber upgraden, falls wir die im Verein haben, oder? Genau, so machen wir es, ja. Genau, und dann wird quasi die Nation entscheidet, was wir weiterhin suchen, aber das kann kurz Stefan erzählen. Genau, also ich versuche das jetzt so leicht es geht runterzubrechen. Ihr werdet es gleich eigentlich dann auch bei, wenn wir es machen, verstehen. Ja. Wir holen halt die Icon, das wird dann unsere Nation und dann gehen wir auf die nächsten Positionen, machen das Ganze nach dem Buy for Sky Format, nur dass diese Nation von der Icon unsere Nation wird. Wir verraten dem anderen natürlich nicht, was für eine Nation kommt, weil es kann halt auch passieren, dass du dann Ungarn bekommst oder was auch immer. Also sehr viele geile Sachen sind schon passiert. Und dann vervollständigen wir mit der Zeit das Team. Man hat zwei Joker. Bedeutet, du darfst, zum Beispiel gehst du auf Stürmer und sagst, ey, ich habe hier einen coolen Spieler im Verein. Muss Erstbesitzer sein, aus dem Pack oder aus einer SBC. Oder darf auch eine Evolution sein. Und ja, das darfst du zweimal machen. Am Ende steht dann das Team. Und dann geht's ins erste Battle. Dann mixen wir kurz rundherum. Und ja, dann geht es ums Rating. Wenn der Tabak zum Beispiel sagt RM, ich sag LM, dann treten die gegeneinander an. Und wenn du verlierst, kriegst du ein Bronze. Und das machen wir dreimal. Und dann gehen wir halt ins Spiel rein. Perfekt. Hey, Bro, das war wirklich gut, kurz und knackig erklärt. Freunde, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt Feedback in die Kommentare. Guckt bei Stefan vorbei, da nehmen wir auch eine Folge auf. Das gleiche Format. Und ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt. Bro, wollen wir schon mal suchen? Ja, wir müssen halt, geh du zuerst drauf und dann geht's ab. Okay, ich suche... Ja, die haben alle keine Gesichter, gell? Ich sehe nur die Namen. Aber ich bin drauf. Ja, solange du die Nation siehst. Ja. Und was Gutes dabei? Also ich sag mal so, einmal haben wir so eine sehr random Nation, aber guten Spieler. Und sonst würde, also ich sag ehrlich, das Format, glaube ich, hat sehr, sehr viel Potenzial, weil das macht, glaube ich, Spaß, gleich das Team zu bauen mit den Nationen. Bin zufrieden. Okay, ich glaube, auf der oberen Seite könnte irgend so eine Nation dabei sein, wo es schwierig wird. Ich gehe mal mit der 2. Shoshi, du hast mir... diesen Spieler gegeben. Freunde, ich werde nicht verraten, wer es ist, aber damit können wir eventuell arbeiten, vielleicht auch nicht, Bro. Vielleicht hast du mir gerade irgend so einen Scheiß gegeben, ich weiß nicht. Okay, du bist auch auf deiner Seite, gell? Dann würde ich sagen, gehe ich mal jetzt langsam drauf hier, okay? Ich stelle ein und dann hast du Maximalpreis oder Dings Mindestpreis oder einen Sofortkauf? Okay, alles klar. Gut, alles klar. So, ich bin da. Tone. Du bist da. Okay, du suchst aus dem Team raus, gell? Du hast so 10 Spots. Ja. Alles 1 bis 10. Dann machen wir... Wie gefallen dir die Nationen bis jetzt? Es ist alles dabei. Alles dabei, okay. Dann würde ich sagen, für Stefan nehmen wir die Nummer 9. Ja, ich hoffe, das ist der Fullbruch. Aha. Okay. Tone, okay. Danke. Macht Spaß mit dir. Ja, macht Spaß. Ich bin so gespannt. Ladies and Gentlemen, Team, also Spieler ist drin. Und wir suchen jetzt die Position, 30.000 Mindestpreis. Und Nation natürlich auch noch mit dabei, Position, Spezial. Wir gehen rein, Bro. Oh, oh, oh. Das könnte bei der Nation richtig scheppern, eventuell. Was passiert hier? Was passiert bei mir hier? Bei mir könnte es jetzt auch richtig scheppern, Bro. Alles klar, Stefan, wir bleiben auf der Seite 1 bei dir. Wir können ja auch theoretisch die Seite switchen. Auf der Seite 1, Nummer 6. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott. Ich küsse doch alles von dir, von oben bis unten. Alter, ich habe ungelogen, ich habe gerade neunmal den gleichen Spieler gehabt und den hätte ich ungern gespielt, aber du hast mir gerade den Spieler gegeben, das war der einzige. Ja. Was? 10% und, Chance. Ja, und wir machen ja mit Upgraden, das heißt, ich kann mir auch die bessere Variante davon dann holen. So haben wir es gesagt und dann ist das hier auf jeden Fall ein Spiel. Dann kann man aber auch upgraden, einen, ne? Bro, wenn man den kaufen muss oder nur, wenn man freien hat? Also, das ist jetzt, das sind Auslegungssache. Also, von mir aus, dann haben wir mehr zum Discarden halt auch. Deswegen würde ich sagen, von mir aus können wir das machen. Also, wenn... Okay, passt. Wenn die Chance da ist, dann können wir upgraden. Passt, okay. Ja. Dann gib du mir eine Zahl. Okay, dann nimm du die 4. Ja, perfekt, Digga. Moin, Meister. Perfekt. Alles klar. Moin.
Sehr, sehr nice. Okay, wir gehen weiter. Nächste Position. Okay, Brother. Spezial eingestellt, 30.000. Auf geht's, auf den Transfermarkt. Gib mir was Nices. 1.000 Coins werden gesucht und gut, gut, gut. Also Bro, bei dir werden wir Nummer 7 einloggen. Cristiano Ronaldo. Mein Lieblingsspieler. Nummer 7. Puh, okay. Dann geh du mit der 8. Ja, bei mir aber auch 7-mal der gleiche Spieler drauf. Ich tüte mal ein. Der sieht, Alter, was hat der für Stats, Bro? Ich weiß ja nicht bei meinem Spieler. Hast du einen guten bekommen? Ja, geht so. Aber Stats sind krank. Aber nicht so teuer. Okay, ja, mal gucken. Alles klar, Stefan. Dann gehen wir auf die Next Position. Ich aktiviere jetzt meinen Joker. Das heißt, ich kann jetzt aus dem Verein einen nehmen, gell? Ja, du kannst einfach einen aus dem Verein nehmen. Ich gehe auf den Transfermarkt. 30.000 sind eingestellt. Und du musst mir geben eine Nummer. Okay, ich gebe dir die Nummer 3. Also, der Mann hat geisteskranke Werte. Ich habe den noch nie gesehen, noch nichts von dem gehört. Ja. Aber er hat Hullet-Stats. Hullet-Stats, okay. Das war bei vielleicht mir kann auch er was. Blade. Bro, das war bei mir auch. Haben wir vielleicht die gleiche Nation? Hat er ein D als Anfangsbuchstabe? Nee, ein Y. Okay. Passt. Doch nicht. Bei mir ist übrigens mein Joker drin und das ist First-Besitzer. Ihr seht's, Freunde, darf ich spielen? Ich dachte schon, du spoilerst jetzt. Und sie schrien nach Klopapier. Stefan, wir gehen rein. Boah, ich weiß, dass es auf der Position richtig teuer werden kann. Vielleicht müssen wir auch nochmal die Price-Range ein bisschen anpassen demnächst. Ja, ein bisschen höher. Oder? Ja, auf der Position, glaube ich, kann ich damit arbeiten. Stefan. Egal, was du mir gibst, super Spieler. Ja, nimm die 2 mit, komm. Boah. Okay, ja, davon gibt es auf jeden Fall ein saftiges Upgrade. Würde ich sagen, wunderbar. Dann nimm du mal die 1, die hatte ich glaube ich noch nicht. Die 1, die tüte ich auch ein. Vielleicht gibt es da ein Upgrade, aber ich glaube nicht. Nehmen wir mal mit. Gut, dann gehen wir rein in die nächste Runde. Ich werde jetzt meinen Joker aktivieren und da habe ich doch was Feines. Okay. Oh ja. Also Stefan, ich gehe auf diese Position. Jetzt wird es wichtig und big vor allem hoffentlich. Wir gehen rein, wir suchen und finden. Ich hoffe, da kommt jetzt Bro, ich brauche diesen Spieler. Den brauche ich zweimal auf der Seite, der ist super. Den kann ich upgraden. Dann nimm die 10. Ja! Stefan, endlich mal gut gepickt, Bro. Du nimmst auch die 10. Ja, ich habe schon meinen Spieler drin. Joker. Achso, aber Joker. Wenn ich so mein Team anschaue, ist das vom Rating her das Schlechteste, was ich jemals hatte. Ehrlich? Du hast gute Chancen, gleich im Battle mir ein bisschen Bronze reinzuballern. Okay, wir gehen zur nächsten Position. Wichtige Position an der Stelle bei mir. Ich will ja nicht ganz so viele Gegentore kassieren heute. Wichtig und richtig. Stephen, heute werde ich dich wieder ein bisschen ärgern im Game, aber dafür brauche ich erstmal einen guten auf der Position. Sag du zuerst bei mir. Okay, nimm die 3. Okay, packen wir einen. Dann nimmst du lieber obere Reihe oder untere Reihe? Boah. Kritisch. Ich würde sagen, lieber unten. Lieber unten? Dann bekommst du die 9. Ah, da warst du ehrlich? Oben die ganze Zeit. Ja, ich war. Ja, aber. Ja, der ist stark. Ist ein geiler Mann, aber Rating schwierig. Schwierig fürs Battle. Next Position. Wir gehen rein. Ach, Bro. Was? Ich dachte, auf der Position sind ein bisschen besser bestückt hier. Was ist das? Ja, ja. Das habe ich mir vorhin auch gedacht bei meiner Position. Ja. Das ist keine gute Bestückung. Okay. Das sind 10 cm vielleicht. Ja, da brauchst du auf der Position, wo ich gerade bin, habe ich auf einigen Positionen mindestens 30. Wenn ich mal so hier in die Auswahl gucke. Okay. Was gibst du mir, Scheuchen? Ich gebe dir die 10, weil die hätte ich auch gern. Dann bekommst du die 1. Leider nicht 10. Okay, ja, kann man machen. Kann man machen, kann man upgraden, ja, kann man tun. Lieber Stefan, mir ist aufgefallen, hätte ich mal lieber ein paar Evolutions gemacht. Ich werde nämlich meinen Joker nicht mehr benutzen, weil ich hatte eine coole Verteidigerkarte, aber die ist abgestoßen. Also ich bin Mr. Discard bei SBCs vor allem. Deswegen, wir suchen jetzt mal diese Position. 30.000 Coins. Ich glaube, ihr könnt es ein bisschen... Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, sage ich auch mal early. Hoho, was geht hier teuer ab? Ist der teuer geworden? Ei, okay. Hier ist Geiles dabei, aber auch gar nichts. Dann nimm du mal von unten die 6. Ja, wir sind die Super Bayern. Und bei dir wählen wir die Nummer 5. Hatten wir, glaube ich, noch nicht so oft. Oh. Au.
Bist du zufrieden? Damit, nee, überhaupt nicht. Das ist, hättest du mir lieber die 6 gegeben oder die 7 oder die 9. Kommen wir zu den letzten beiden Spielern. Und ich habe noch einen Joker. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier oder hier benutzen soll. Weil ich habe halt, der eine spielt sich geiler, aber der andere hat ein höheres Rating. Und deswegen bin ich ein bisschen überfragt, womit ich gehen soll. Stefan, ich wenn jetzt du auf, wär, ja? Ja. Ja, geh du erstmal drauf. Ja, geh auf Rating. Wenn du mir aber gleich einen Spieler auswählen sollst, dann würde ich auf jeden Fall mit der unteren Reihe gehen, weil die ist deutlich cooler. Würde ich machen. Okay, dann würde ich sagen, kriegst du mal die 6 von mir. Ach, Bruder. Irgendein Mac. Ja, ich hab nichts. Okay. Ich darf nichts leaken. Ach, Bro, das ist aber bodenlos, was du mir gegeben hast. Okay, dann letzte Position. Ja. Ja, ich bräuchte jetzt bei dir nochmal so einen Reinscheißer. Und der ist auf der 9. Das ist halt wirklich der Reinscheißer. Boah, Bro, ich hab, glaube ich, alles richtig gemacht. Icona geben können, er gibt mir Reinscheißer, Digga, so ein Urlustwasser. Du bekommst, hab ich dir schon die 9 gegeben? Hast du schon genommen? Ach so, ne, du kannst mir eine Zahl geben. Ja, ich geb dir die 9, Bro. So, ah, okay, okay, ich sag 9, so. Du die 9. Der Spieler ist stark, hat das niedrigste Rating, aber wenn er spielen darf, dann rennt er dich auf jeden Fall in Grund und Boden. Ich überlege auch gerade, ob ich irgendwas upgraden kann. Es gibt leider von keinem Spieler hier noch ein Upgrade, außer von dem Cousin, aber das war mein Starspieler. Darf ich den Starspieler upgraden? Hard of Hard? Ja, klar, haben wir doch gesagt. Du kannst auch dann von der Icon her eine bessere Icon nehmen. Dann gehen wir jetzt zur Challenge, ja, oder? Genau, wir mixen jetzt komplett alles durch, gehen ins erste Battle. Also du kannst auch stehen lassen, wie du willst. Das bleibt dir überlassen. Ich habe die 442. Ich habe auch die 442. Ich habe auf jeden Fall durchgemischt. Okay, ich gebe dir den linken Mittelfeld. Okay, dann nimm du deinen Torwart. Okay. Was hast du für ein Rating? Digga, du hast einfach wirklich das niedrigste Rating gesniped. 82. Das ist der erste Sieg. 88. Let's go. Und der Spieler hätte mir so wehgetan, hätte ich den nicht benutzen dürfen. Also ich darf den nicht benutzen, gell? Du darfst ihn nicht benutzen, lässt ihn aber drin und ist jetzt nochmal, wird auf jeden Fall gleich ein Bronze-Torwart, aber du kannst ihn auf der Position stehen lassen oder nochmal durchmixen, wie du willst. Du kannst alles machen, wie du willst. Mhm. Okay. Okay, passt. Alles klar. Dann gebe ich dir jetzt eine Position. Ich nehme deinen linken Stürmer. Digga, ganz kurz, das ist hier. Ich nehme deinen rechten Stürmer. Das ist aber gerade ganz großer Quatsch. Das ist ganz großer Scam hier gerade. Ich mein's ernst. Ey, ich habe 89. Verabschiede dich. Ich habe 82 wieder. Was? Der Spieler nochmal? Ja, ich habe einmal umgestellt. Von Torhüter, linke Stürmerposition. Was nehmen wir als nächstes? Linke Stürmer. Chat. Scam. Richtig. Ich wurde gescammt hier. Boah, ich könnte dir jetzt noch einen dritten Bronze reinhauen. Aber wird die Spielerin dann Bronze oder Spieler oder werde ich jetzt gleich random zwei Bronze bekommen? Dann nächste Position. Ich gebe dir jetzt den linken Verteidiger. Oh. Damit triffst du meinen, also einen sehr, sehr teuren Spieler. Okay. Dann gebe ich dir deinen rechten Mittelfeldspieler. Okay. Teurer Spieler. Was hast du für ein Rating? 87. Boom! Da bist du jetzt 3-0. 88. Perfekt, Digga. Oha, das habe ich bisher nur am eigenen Leib verspürt. Aber selber in einem 3-Bronze-Spieler reingehauen, das gab's noch nicht. Aber bei mir war das Ding, damals war es noch so, das war in der ersten Folge, glaube ich, oder zweite. Ja. Da gab's 3 Keeper und jetzt hast du einen Keeper und 2 normale Bronze. Das war's komplett. Jetzt mische ich nochmal das Team durch. Ich mische alles durch, Bro, bis auf die 2 Stürmer, weil die sind ja schon Bronze quasi. Also, die habe ich aus dem Verein raus. Ja, passt. Ja. Und jetzt kannst du noch mal eine Position sagen. Let's go. Boah, wenn ich jetzt den Keeper treffe, ne, dann wäre wirklich Game Over. Oder er ist es schon. Ich glaube, ich gehe mit deinem rechten Innenverteidiger. Okay, dann hast du damit noch einen Spieler getroffen, kein Keeper. Und wollen wir jetzt verraten, was wir haben, oder gucken wir uns das Ingame an? Wir gucken uns das gleich in Ruhe an. Stell um, ganz normal, und dann lädst mich ein. Auf geht's. Okay, komm. Domination Discard. Jetzt werden die Teams eingeblendet. Ich bin gespannt, ob du wirklich jetzt mit Schottland kommst. Nein. Hattest du auch Blanc? Bro, was hast du für einen Sturm, Mann? Bro. Ja, ich hatte auch Blanc. Oh mein Gott, was hast du denn für eine... Hattest du diesen Diouf auch vorhin gehabt, oder was? Ja. Guck dir das an, Ribéry. Oh, Mikkel Brentjes habe ich noch nie gehört. Was hast du eigentlich für Glück gehabt, dass du Ribéry hast? Ja, den habe ich gezogen. Oh Gott, im Himmel. Ach du Scheiße. Na, Torwart! Hoppa! Hoppa, super, Ori! Ja, das ist halt eine Waffe, ne? Der könnte Gamechanger werden. Das ist mein Gamechanger. Aha, wo will er hin? Komm, Baby. Dembele, das ist der Fake Dembele. Was geht ab? Dembele, komm! Bro. Oh ja. Oh, Gewu.
Ah, macht er gut. Ruhig geblieben. Da ist er doch. Mit der 8. Eiskalt. Mein Neuner. Eiskalter Play. Mach kein Auge, ja. Und es kracht. Der Bug-User. Die dreckigen Dinger. Natürlich mache ich die. Das ist meine Spezialität. Ich bin Luka Modric, Cousin. Außerdem, hallo. Hey, ja, ja. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo deine Bronzespieler sind, Bro. Mach das. Viel Spaß. Und flink. Und rennt. Durch die Beine. Nein. Hey, hey. Blonk, der Arme. Hast du gesehen? Nee, hab ich nicht. Kopf auf die Latte. Auf den Pfosten. Ich guck dir das jetzt an. Ah, ja. Na, let's go. Bro, ich nehme zwei Spieler vor dir. Das war so lucky. Es war so lucky, der da durchgekommen ist. Das war so lost. Magisch, magisch. Du bist so magisch. Du verzauberst mich. Ah. 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 Oh, baby. Yo. Oh, baby. Die Lücke wurde so gefunden. Ach, ich liebe dieses Spiel. Keeper mitnehmen. Ah. Ja. Oh, dieses Dreckspiel. Geile Spiele, ey. Oh, ja, ja, ja. Lass es nur zu einem Discard werden. Nur einer. Ey, ja. Das oh gibt es nicht. Ein Mülltor aber auch. Ein Discard, Alter. So ein Mülltor aber auch. Ey, wie hast du gespielt? Wie ein junger Gott. Ja. Kommst du frisch aus der Weekend League oder was? Du hast 3 Bronzespieler. Es hat niemand gemerkt. Niemand. Ich hab eine neue Mission, Bro. Kein SW, kein Battle, kein nix mehr verlieren. Ehrlich. Okay. Du darfst. Einen hast du. Okay. Ja. Okay, Position hast du? Gleiche wie ich, oder? Ich hab 4-4-2, ja. Du hast im Endeffekt eigentlich nur einen krass teuren, ja. Und mein Ribéry. Und mein Tchouaméni, den ich nicht wiederbekomme. Der wäre natürlich auch sehr, sehr böse. Erstmal, Freunde, ich freue mich auf Feedback auf der Folge. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich nehme, weil da war meine Frau einmal vorne, die hast du gesniped. Ich nehme sie linker Stürmer. Wunderbar, Bro. Perfekt. Du triffst Theo Hernandez, meinen teuersten Spieler, für 1 Million Coins. Ja. Das war ein guter Snipe. Das war ein sehr guter Snipe. Das war Sniping Tabak is back in the building. Da freue ich mich. Also, ja, ich mich auch. Ist ein bisschen viel, aber es ist Sniping Tabak, Mann. Okay, Theo geht baden. Hast du dir aber auch verdient, muss ich sagen. Du hast echt stark gespielt. Dafür, dass du 3 Bronze hast. Aber nur ein Discard. Nur ein Discard, so ein Pick ist schon hart. Einen Discord ist ja gut. Ja. Machst du nix. Freunde, check die Folge von Stiffen ab. Stefanos, war mir eine Ehre, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Ladies and Gentlemen. Haut's rein und ciao, ciao. Ciao, ciao.